Okay. Ich musste es über OBS 08 Dezibel leiser stellen, aber jetzt habe ich die richtige Lautstärke so ungefähr. Ja, nach langer Zeit, ne, ist es endlich wieder an der Zeit. Backpack Hero ist zurück. Ich habe das lange Zeit nicht gestreamt, weil es einfach nichts wirklich zu holen gab bei dem Spiel. Es gab keine Erfolge, nichts, man konnte nicht wirklich was freischalten. Aber jetzt ist endlich die 1.0-Version da und sie haben den Story-Modus hinzugefügt. Das macht uns doch alle glücklich. Also, ab hier grüße ich dann auch YouTube nochmal. Wir spielen nach langer Zeit. Ich glaube, wirklich fast über ein Jahr hat es jetzt gedauert. Ich könnte mal nachgucken, wann das letzte YouTube-Video zu Backpack Hero erschienen ist. Dann habe ich so ungefähr die Zeit. Das letzte Backpack Hero, das war am 01.01.2023. Also, ja, es ist schon ein bisschen länger her. Wir hatten ja zumindest, das letzte Video war mit dem Pazifisten-Charakter. Das war Pochette. Ich hatte da, nach dem Stream noch Tote nochmal ausprobiert und ich meine CR8 hatte ich ausprobiert. Aber das kam nicht auf YouTube, weil die Runs nicht sonderlich spannend waren. Deswegen hatte ich die damals nicht gezeigt. Sicher ist sicher, ich stelle mich nochmal ein bisschen lauter eventuell, beziehungsweise spiel ein bisschen leiser und höre nochmal ein letztes Mal sicher selber rein. Ich will nur sicher gehen, das Spiel ist nämlich echt arschlaut. Okay, jetzt habe ich nochmal reingehört. Also ab hier sage ich auf jeden Fall, den Story-Modus, den werde ich auf jeden Fall komplett hochladen. Es gibt auch jetzt Erfolge, 35 an der Stück, alle geheim. Naja, einen habe ich schon, nachdem ich das Spiel gestartet hatte. Discover at least 200 Items. Der Erfolg heißt Discoverer. Ich denke mal, der hat dann einfach nach dem Start das dann nachgezählt. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Story-Modus. Ich habe da noch nicht reingeschaut, nur in den Trailer und ich bin schon gespannt. Ich pack mich mal, bis es richtig losgeht, mal aus dem Bild. Der Rucksack. So, an der Stelle, wer Backpack Hero nicht kennt, es ist ein Roguelite-Game und wir kämpfen mit dem, was wir in unserer Tasche haben. Wir müssen darauf aufpassen, wie wir diese Tasche einrichten. Da unten seht ihr es übrigens nochmal, Version 1.0. Also ihr seht es nicht komplett, weil ich gerade drüber hänge. Da. Seht ihr ganz unten? 1.0.907. Erste Reise. Ich glaube, ich packe mich mal auf die rechte Seite, damit ihr das besser sehen könnt. Und mache mich mal ein bisschen kleiner. Obwohl, ich kann es ja so machen. Ich habe was anderes gerade bewegt. Ich weiß nicht, was ich bewegt habe. Ich bewege meine Gruppe mal, Avatar-Gruppe mal so. Dass wir genau da drüber sitzen. So. Und dann schneide ich mal ein Stück von mir unten ab. Einen Moment. Geht sofort weiter. So, ich habe jetzt ein Stück von mir abgeschnitten und dann packe ich mich jetzt genau da drüber. Also mein Trupp hier. Damit ihr auch immer schön den Text lesen könnt, weil ich glaube, das sagt auch aus, welches Kapitel wir haben. So, jetzt gibt mir einen kurzen Moment. Mein Chatfenster muss ich auch anpassen. Hier oben haben wir eine Karte. Wir bewegen uns darüber, dass ich hier auf der Karte auf die Orte drücke. Und dann sammle ich hier vor Ort immer die Sachen ein. Jetzt habe ich zum Beispiel hier das Standard-Equipment, den Schild.
das Schwert, ist es immer wichtig, wie ich das reinpacke. Und was zu essen, damit ich mich heilen kann. Beziehungsweise meine Energie auffüllen kann. Das wird im Verlauf des Spiels noch sehr wichtig. Ich glaube, ich stelle das Spiel sogar noch mal ein Stück leiser eben kurz. So, ich habe jetzt gerade mal minus 9 Dezibel. Also das Spiel ist standardmäßig so extremst laut, Leute. Daran kann ich nichts ändern. Ich kann das sogar in den Einstellungen zeigen. Ich habe das übelst weit runtergedreht. Ihr wollt gar nicht, wie sehr. Ihr wollt wirklich nicht wissen, wie sehr euch die Ohren platzen würden, würde ich das noch lauter stellen. Beziehungsweise auch voller Lautstärke lassen. So. Wie gesagt, man bewegt sich nur weiter, wenn man auf der Karte rumläuft. Das, was ihr gerade eben sehen konntet, das war hier Item-Symbol, da kann ich was einsammeln. Hier auf dem Symbol kämpfe ich. Ich erkläre das halt für die, die das Projekt verpasst haben, die ersten 3 Folgen. Und hier gehe ich dann immer eine Ebene weiter. Hier wird das jetzt auch nochmal erklärt. Ich konnte die Tutorials resetten. Ich sehe übrigens gerade was beim Stream. So, ich habe mal das Fenster von dem Spiel angepasst. Also wir kämpfen halt, indem wir hier unsere Items nutzen. Entweder ich kann mir Block hinzufügen, um meinen Schaden zu senken, den ich erhalte. Hier habe ich die Aktionssymbole. Und über den Waffen steht auch, wie viel die Aktionssymbole brauchen. Man kann immer sehen, was die vorhaben, wenn man über die guckt. Ich kann halt auch mehr wissen, wenn ich da drüber gehe. Wie das Spiel gerade schon sagte. So, ich block einfach mal komplett. Solange ich mehr blocke, als die Schaden machen, passiert mir nichts. Und Level Up. Und wenn ich ein Level Up mache, dann kann ich mir Inventarplätze hinzufügen. Und auch da muss ich mir immer vor Augen halten, wo füge ich die Plätze hinzu? Weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man hat nicht unendlich Platz. Und man kriegt natürlich auch nach jedem Kampf auf jeden Fall das ein oder andere Item. Ja. Dann mal gucken. Ich kann nicht alles davon mitnehmen. Das ist so ein perfektes Beispiel, die Lederstiefel. Für jedes Feld oberhalb von den Stiefeln kriege ich einen Block hinzu. Die Dornrose ist eigentlich ganz praktisch, das weiß ich noch. Ich kann nur 3 Items mitnehmen. Ich hätte eigentlich sehr gerne die Panzerung, aber die kann ich nicht nehmen. Ich räume hier das mal kurz so um, dann nehme ich die Schuhe mit, kriege ich ein bisschen Abwehr. Ich nehme auf jeden Fall einen Schlüssel mit und dann nehme ich noch die Dornenrose mit. Dann machen die sich nämlich selber Schaden, wenn sie mich angreifen. Und ich habe das Spiel damals schon gefeiert. Das wurde mir damals von dem Entwickler geschickt und ich finde es heute noch gut. Ich frage mich nur, was der Story-Anteil ist, weil hier gerade eben steht ja, kehr nach Odaria zurück. Dort wird die Story hauptsächlich stattfinden. Ich wäre sogar dafür, dass ich statt hier das Tutorial weiterzumachen, einfach mal kehre nach Odaria zurück drücke, weil den Dungeon selber, den kennen wir schon, aber ich will Odaria kennenlernen. Wir haben in diesem Run eh nichts erreicht. Bisher. Willkommen in Haversackville. Panas Federn, Purs, da bist du ja. Und du bist verletzt. Purs, was ist passiert? Ich habe den Dungeon erkundet. Wir haben darüber gesprochen. Du hast versprochen, nur in der Nähe des Eingangs zu bleiben. Ich habe diesen erstaunlichen Rucksack dort gefunden. Er hat es mir ermöglicht, tiefer zu erforschen und mehr Zeug zurückzubringen als je zuvor. Außerdem können wir die Stadt nicht mit dem wieder aufbauen, was wir im Wald finden können. Das mag sein.
Aber muss ich dich daran erinnern, wie gefährlich es dort ist? Du übertreibst. So schlimm ist es nicht. Außerdem möchte ich, dass sich was ändert. Da sind Banditen, die Wachen des Königs und wer weiß was noch. Trotzdem, Papa, jemand muss etwas tun. Es ist das, was Mama tun würde. Deine Mutter würde auch wissen, vorsichtiger zu sein. Das Risiko ist es wert. Die Gefahr ist es wert. Es ist unser bester Schuss, dieser Stadt wieder Leben einzuhauchen. Ich nehme an, dich kann man nicht überzeugen. Versprich mir einfach, dass du vorsichtig sein wirst, Purse. Du bist genauso wie deine Mutter. Boah, die Stadt ist schön gezeichnet. Ich bewege mich übrigens mit der Maus. Oh, ich kann aber auch mit WASD. Schutt, Schutt. Hallo, Sarah. Du siehst mitgenommen aus. Bist du auf den alten Krebs in der Schatztruhe Trick reingefallen? Ich komme gerade aus dem Dungeon. Ich dachte es mir. Ich weiß immer, dass du dort unten bist, wenn der alte Louis am Eingang in der Stadt aufgeregt hin und her geht. Ich mache mir Sorgen um ihn. Aber es gibt so viele Dinge dort unten, die beim Wiederaufbau der Stadt helfen können. Aber der Dungeon verschiebt sich ständig und ich kann nicht tief genug vordringen. Es ist knifflig da unten. Es hat Jahre gedauert, bis mein Bruder ganz Fortschritte bei seinen Erkundungen gemacht hat. Ich weiß nicht, wie meine Mutter das gemacht hat. Ja, diese Prada war etwas Besonderes. Ich vermisse sie wirklich. Übrigens, hast du etwas Gutes zum Verkaufen gefunden? Ich habe eins auf die Mütze bekommen. Ich habe es nicht geschafft, etwas mitzubringen. Wie sieht es mit dem Rucksack aus? Ist der zu verkaufen? Auf keinen Fall! Mit diesem Rucksack kann ich allerhand Zeug zurücktragen. Nun, wenn du mir Zeug zurückbringst, können wir es zerlegen und verkaufen. Wenn wir nur einen Laden hätten, um es zu verkaufen. Warum fährst du nicht den alten an? Wir können einige Ressourcen daraus bekommen. Folge mir und ich zeige dir, wo der ist. Okay, ich folge dir. Du solltest den alten Laden zerstören. Geh in den Baumodus und wähle zerstören. Zeig dir, wo der Laden ist. Baumodus. Hier gehe ich in den Baumodus. Optionen? Nee. Wie mache ich den Baumodus? Hallo, du musst mir erklären, wie ich baue. Ja, ich folge dir. Wie zerstöre ich den denn? Ich drücke gerade mal jede Taste. Ach so. Wisst ihr, mein Chatfenster sitzt unten links in der Ecke und deswegen habe ich das nicht gesehen. Ah, ich bin so... Okay, mein Chatfenster darf nicht unten rechts sitzen. Verstanden. Wow, du hast diesen alten Laden wirklich schnell demoliert. Nein, ich habe erst 10 Minuten dafür gebraucht. Hier ist ein Bauplan für einen neuen. Kannst du ihn bauen? Ich probiere es. Es wird einige Ressourcen kosten, um zu bauen. Aber du hast einige bekommen, als du den Laden demontiert hast. Du solltest jetzt einen neuen Laden öffnen können. Ich habe ein neues Geschäft errichtet. Ich habe einen Laden gebaut. Als ich sagte, du sollst einen Laden bauen, meinte ich über die nächsten Wochen. Ist das so schnell gemacht? Das ist dieser Rucksack, den ich gefunden habe. Ich kann alles heben, bewegen, tragen und organisieren. Sogar Gebäude. Das ändert alles. Mit dem, was du jetzt tun kannst, denke ich, könnten wir Haversack Hill wirklich wieder aufbauen. Ich werde den Laden als Tauschposten einrichten. Du solltest zurück in den Dungeon gehen, um mehr Vorräte zu finden. Okay. Jetzt darf ich in den Dungeon wieder, ne? Auf ein Abenteuer. Guck, jetzt kriege ich auch was, wenn ich hier die Sachen abschließe. Den goldenen Käse. Verkauf für 25 zusätzliche Nahrung in Haversack Hill. Verkauf für 25 zusätzlichen Schatz in Haversack Hill. Okay. Auf ein Abenteuer. Und diesmal wirklich. Da können wir was sammeln. Danke fürs Gold.
Da habe ich irgendwas kaputt getreten. Oh, das ist Nickies. Okay, mindestens 10 Schaden muss ich blocken. Es ist wichtig, so viel Schaden wie möglich zu vermeiden. Der wird eh nichts tun, ne? Und jetzt brauche ich nur dreimal draufhauen. Und tot. So. 4 Inventarplätze geholt. Inventar. Oh. Okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. Der Knüppel ist besser als mein Schwert. Und braucht auch nur 2 Plätze. Ich kann zwar noch ein Item mitnehmen, aber es bringt mir nicht sonderlich viel. Obwohl, ich will ja eh den Knüppel behalten, ne? Kann ich ja ruhig noch was anderes mitnehmen. Na schade, hätte ich noch einen Platz mehr, könnte ich die Bronzeplatte-Rüstung mitnehmen. Ich nehme die Heilung mit. Weil der Knüppel ist besser als das Schwert. Ich könnte das zwar mitnehmen, aber erstmal stecken. Unbekanntes Ereignis. Hallo? Eine einzelne Blume auf deiner Brust. Das Opossum ist seit mehreren Tagen hier. Armer Kerl. Ich bete für ihn. Du kniest nieder, um für ihn zu beten. Er öffnet ein einzelnes Auge. Niemand hat jemals zuvor etwas Nettes für mich getan. Er sagt, du bist nicht nur hier, um mich auszuplündern. Er gibt dir ein Geschenk und legt sich dann wieder hin. Ich habe einen Nunchucks bekommen. Okay. Ich finde es nicht praktisch. Also klar, hier fügt für jedes angrenzende Feld ein extra Schaden zu. Für jedes angrenzende Item kriege ich aber einen extra Schaden. Das finde ich nicht praktisch. Überhaupt nicht. Was haben wir da denn Schönes drin? Ein Schlüssel ist schon mal gekauft. Okay. Das wäre auf jeden Fall mehr Abwehr. Ich würde gerne beides mitnehmen. Den Schleifstein und den Schuh. Ach komm, ich nehme den Schleifstein mit und lasse dafür das Getränk hier. Jetzt kriegen die 3 Schaden mehr. Das Dynamit ist für schlechte Zeiten. Okay, der fügt mir 3 Brand hinzu. Blocken. Ich gebe mir mal Energie. Und dann gebe ich dir eins auf die Mütze. Und neues Level. Okay, jetzt kann ich ein bisschen mehr Inventarplatz haben. Was haben wir denn Schönes? Das kommt eh allein da oben hin.
Das können wir mitnehmen. Der Kaktus ist irre geil. An den erinnere ich mich auch. Und dann nehmen wir die Schuhe noch mit. Wieso kann ich denn das explosive Ding nicht nutzen? Okay. 12 Schaden muss ich blocken. Habe ich getan. Der Knüppel, der braucht 2. So, der ist schon mal weg. Dann futter ich das und nutze den Schleifstein. Dann haben wir auch ein paar Plätze frei. Der macht eh keinen Damage. Oh, sauber Verbrennung. Okay. Eine Bratpfanne. Wahrscheinlich ein Helm. Ich könnte noch einen weiteren Knüppel nehmen, aber das hätte keinen Sinn. Oh, den kann man mal nehmen. Ich schmeiß den Knüppel weg und nehme den neuen. Und XP. Dann mal weiter. Ach, dieses Spiel ist so schön, ne? Ich hab dieses Spiel irgendwo vermisst. Okay. Hier gibt es etwas zum Sammeln. Wahrscheinlich Geld. Unbekannte lasse ich erstmal in Ruhe. Erstmal gehen wir da campen. Also wenn ich das nicht nutzen kann, verkaufe ich es bei der erstbesten Gelegenheit. Ich kann dich kaputt knüppeln. So, dich auch. Ein Böse. Ich blocke so viel, wie du Schaden machst. Und Level up. So, Items erhalten. Das kommt erstmal nach oben. Oh ja. Ein Peridot. Hä? Hey. Wahrscheinlich nehme ich auch weniger Schaden. Nehme ich. Das kann ich ruhig gebrauchen. Okay. Da ist ein Händler, dem verkaufe ich das Dynamit, weil ich es nicht nutzen kann. Kaufst du ein schönes. Ja, wäre besser als der raue Schild tatsächlich. Nee.
okay. Dann hole ich mir jetzt das Ereignis. Lass uns einen Deal machen. Wenn die Schnauze wackelt vom seltsamen Gestank, die braucht jemand einen Bart. Du drehst dich um und da steht eine Ratte, was nichts gehört, wie er rausgekommen ist. Lass uns einen Handel machen, sagt er. Ich gebe dir ein seltenes Item des gleichen Tipps, kichert er. Kein Umtauschen. Nimm mal den Schuh. Warte, habe ich was, was einen höheren Wert hat? Ich kann ihm den Kaktus geben. Dann kriege ich was Ungewöhnliches. Ich gebe dir den Schuhhut. Er nimmt das Item und untersucht es. Wie wäre es damit? Er lässt dir keine Zeit, da Nein zu sagen. Für jedes linke Feld. Ja, kann man machen. Ich setze den Knüppel einfach nach oben. So, und jetzt ergänzt sich das alles. Ich kriege 3 Block davon dazu. Also von der Tunika kriege ich halt auch noch was. Ich habe sehr viel Block gerade. Was haben wir hier Schönes? So, das kann, glaube ich, nur das eine Teil nutzen. Der Saphir ist auf jeden Fall gekauft. Den Würfel kann man nehmen. Ja, das Dynamit gehe ich dann einfach verkaufen. Hier, nimm. Der kauft nicht unendlich viel. Ich spare mal mein Geld ein bisschen. Alter, wie viel Abwehr ich mittlerweile habe. So, den sauren Trank könnt ihr erstmal schlucken. Macht keinen Damage. Der will weglaufen. Nix da. Ich kann nicht erstmal wegkloppen. Und tschüss. Nochmal ein Schleifstein. Ich könnte auch nochmal eine weitere Kappe mitnehmen. Ich nehme mal den Schleifstein schon mal mit. Und den Schlüssel nehme ich. Ich könnte auch rerollen, aber das hebe ich mir für die späteren Ebenen auf. Das Spiel macht genauso viel Spaß, wie es vorher schon getan hatte. Wieder XP. Wie kann ich mich heilen? Was hast du? Du siehst eine Mauer vor dir und denkst, du musst umkehren. Dann wird einem klar, es ist keine Wand, sondern ein riesiges Nagetier. Ein Wasserschwein. Hallo, Freund. Er sagt, ich suche nach einem Elementen dieses Typs Waffe. Ich habe nur eine Waffe, ich kann nicht. Obwohl, was wir machen könnten... Ich verkaufe ihm mal einen der Würfel. Dann machen wir es so. Weg mit dem Würfel.
Wir kaufen ihm das mal ab. Und dann gebe ich ihm das Teil. Ihr nehmt ihren Artikel. Das ist großartig, sagt ihr. Vielleicht müsstest du stattdessen eins davon. Oh. Nehmt da mal einen Platz mehr ein. Und es ist nicht so stark, aber es ist legendär. Es wäre nicht verkehrt, das mitzunehmen. Ich würde die Axt halt behalten bis zu dem Punkt, wo ich da vielleicht wieder mal umtauschen kann. Das ist ein legendäres Item. Die Krypta, Finale. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Das ist das verlorene Medaillon meiner Mom. Ich könnte einen Hinweis darauf geben, wo sie ist. Hey! Das gehört dem Königs. Das ist meins. Alle Items im Dungeon gehören ihm. Wenn du es haben willst, musst du gegen mich kämpfen. Wenn du es so willst. Pam. Kannst mir eh nix. Okay. Schlüssel weg, wir nehmen das Medaillon mit. Obwohl, einen Schleifstein weg. Und der goldene Käse. Nimmt der nur einen Platz weg? Dann nehmen wir den hier mit. So, jetzt bin ich wieder hier. Hallo. Hast du zu meiner Bürgermeisterkampagne beigetragen? Du kandidierst jetzt Bürgermeister? Wir haben einen Bürgermeister? Noch nicht. Ich bin Bürgermeister Quillisch Junior und ich beabsichtige, euer nächster Bürgermeister zu werden. Mein Vater, Lord Quillwisch der Zweite, war der Bürgermeister von Haversack, bevor er verfiel. Die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, mein Geburtsrecht geltend zu machen. Und jetzt, da meine Stadt sich erholt, bin ich zurückgekehrt. Ja, du hast all das Abenteuern und Kämpfen und dein Leben riskieren gemacht. Aber jemand muss die wahren Risiken übernehmen, die Wählerschaft. Das Erste, was ich brauche, ist eine kleine Spende. Da haben wir 10 Schätze. Hast du einige Schätze für mich? Ich brauche nur etwa 10. Schätze habe ich 4. Ach, die Sachen, die ich jetzt hier geholt habe, die kann ich jetzt auch hier verkaufen. So, Items verkaufen. Jetzt kann ich dir deine Schätze geben. Fantastisch. Jetzt betrachte ich mich als echten Bürgermeister. Schwöre mich ein. Ja, ich werde nach dir sprechen. Wenn immer du bereit bist. Ich glaube, ich kenne den Eid nicht. Er lautet so. Ich, Perth Abenteuerin und Siedlerin, verteidige hiermit Bürgermeister Quillwisch Junior im rechtmäßig bestätigten Titel des Bürgermeisters. Daher nenne ich dich jetzt Bürgermeister... Bürgermeister Quillwisch Junior. Bürgermeister, Bürgermeister? Dein Vorname ist Bürgermeister? Es ist mein Geburtsrecht und es ist ein Familienname. Und für dich sehe ich, dass du gut vorbereitet bist, diese Stadt zu führen. Lass mich dir helfen. Du kannst so viele davon bauen, wie du möchtest. Ein Bauernhof. Okay. Die Farmen werden Nahrung erzeugen, während du unterwegs bist. Und Häuser werden neue Dorfbewohner anlocken. Aber wir können nicht endlos expandieren. Die Kosten werden weiter steigen. Ah, dafür brauche ich Bevölkerung, um Sachen kaputt zu machen. Wo haben wir denn Acker? Nirgendwo. Haben wir erstmal ein paar Häuser.
So. Die Sachen, die sie mitbringen, verkaufen sich immer. Da unten findet man erstaunliche Dinge. Du kannst die Sachen auch behalten, wenn du willst, aber ich empfehle, so viel wie möglich zu verkaufen. Weiterhin Sachen verkaufen. Kommt vielleicht jemand vorbei, der etwas über Mama weiß. Das könnte passieren. Natürlich wird es auch hilfreich sein, tiefer in den Dungeon vorzudringen. Ich habe leicht und starke Ausrüstung. Ich kann dir erstmal das Zeug hier geben. Okay. Benutze es, um durch mindestens 3 Etagen des Dungeons zu gelangen und du erhältst eine Belohnung. Papa, ich habe etwas im Dungeon gefunden. Ich denke, es ist Mamas Medaillon. Ich habe einen der Kapitäne des Königs dort unten gesehen. Ich glaube, er war dort, als Mama weggenommen wurde. Lass mal sehen. Das war das Medaillon deiner Mutter. Ich erkenne es natürlich. Sie hat das im Dungeon gefunden. Sie behauptete immer, es sei magisch und die Quelle ihres Glücks dort unten. Finde Pra, das von Locket. Ich erinnere mich, sie hatte irgendeine Art, das Ding zu öffnen. Aber es war immer eine Herausforderung für mich. Verdammt, ich kriege das Ding nicht auf. Kommt nächstes Mal zu mir, wenn du hier bist. Ich werde es schon herausfinden. Verdammtes Medaillon. Und da bist du wieder. Jupp. Du wirst nie aufhören, dorthin zu gehen, oder? Nicht, bis diese Stadt wieder aufgebaut ist. Ich werde, sobald Harvester Hill wieder aufgebaut ist, ich kann nicht untätig zusehen, wie mein Zuhause auseinanderfällt. Dieser Ort ist nicht mehr derselbe seit Kings Überfälle. Wenn es nicht ich mein schlechtes Bein gäbe, hätte mich der König eingezogen. Und dann wärst du ganz allein. Was? Wenn dir etwas passiert, nach dem Verlust von Pader, ich glaube nicht, dass ich hier ohne dich leben könnte. Ich höre mich immer mal auf. Es tut mir leid, dass ich dich beunruhige, Papa, aber du weißt, ich muss das tun. Das Zeug zu verkaufen würde nichts bringen. Angriff! Energielieferung. An das Teil darf nichts angrenzen, oder wie? Okay, die Energiemünze ist kacke. Okay. Ekelhafte Essen will ich nicht. Da kann ich mich heilen. Brauche ich gerade nicht. XP ist immer gut. Behalte ich mein Level? Nee. Wäre auch zu schön. Ich kann auch jederzeit speichern, ne? Ein bärtiger Drache. Du? Okay, nichts Besonderes. Manche Gegner schaffen Gefahren und zwingen dich, sie in deinem Rucksack hinzuzufügen. Sie können in näheren Räumen oder auf Items platziert werden. Achte darauf, wo du sie platzierst. Diese Spezialitems haben negative Auswirkungen. Ich nehme 2 Schaden. 3 Schaden. Tschüss. Tschüss. So. Erstmal eine Ecke schaffen, wo die Energiemünze hin kann, ohne dass sie irgendwie nervt. So. Da hat sie nichts angrenzend. Flammende Krallen.
Wenn gekratzt. Nee, brauche ich nicht. Nee, Baumaterial ist nicht so. Das Essen nehme ich mit. Ach, dann nehme ich die zum Verkaufen mit. Ach, der schon wieder. Ich bete. Ich nicht sie, um für ihn zu beten. Jetzt kriege ich wieder was geschenkt. Einigen in das Lappen. Okay. Gift halte ich von selbst. Was hast du denn? Achso, ihn muss ich zuerst töten. So, du machst so oder so keinen Damage. Jetzt funktioniert die Energiemünze auch. Oh, eine Doppel-Elebade. Okay, fügt allen Gegnern 4 Schaden zu. Oh, lecker Salami. Der Glücksring ist gut. Ich würde sagen, das Ding ist besser als mein Schwert. Auch wenn es mehr Platz einnimmt. Und die Salami brauche ich ja nur nutzen. Ach, ich muss das den Dolch woanders hinpacken. So, ich habe euch richtig Schaden gedrückt. Ah, einmal mehr. Und Level up. Okay, ich habe einen Knüppel. Der Schlüssel ist genommen. Max HP klingt immer gut. Die angrenzende Waffe unten erhält nur den Bonus Damage. So, jetzt ist da der Platz wieder frei. Weiter. Oh, ein Handel. Ein Item mit der gleichen Seltenheit. In erster Linie denke ich gerade... Ja, komm, nimm den reinigenden Lappen. Die Energiemünze muss ich ja, meine ich, behalten. Den Schaden genommen, fügt dir 2 Eilen zu. Ja, das klingt eigentlich ganz praktisch. Die Kiste lasse ich erstmal Kiste sein. Vielleicht ist da ein Laden. Acht, elf, 17. Gar nichts. Okay.
Aua. Ich nutze die Sanami. Oh. Ein Totem. Wenn oben ein leeres Feld ist, wird ein Totem erstellt. Okay, eine Schurkenmaske kann in jedem Kampf einmal benutzt werden. Wenn dies nicht in der obersten Reihe ist. Ach, ich kriege ansonsten ein Ausweichen dazu. Giftblase. Stachelhelm. Das muss in die oberste Reihe. Eine Sache könnte ich noch mitnehmen. Ein Händler. So, das kannst du haben. Das Glück beeinflusst, was ich kriege. Ist besser als die Glefe. Weil die keine negativen Effekte hat. Aber dafür kann ich es nur einmal nutzen. Okay. Das klingt eigentlich ganz praktisch. Das hier gebe ich dir mal. Er kauft nicht noch mehr. Okay. Du musst echt viel Schaden blocken. So, Machete. Und ihr greift eh nicht an. Und tot. Los, Würfel! Schwitztes Handtuch? Fügt 12 Block hinzu, aber macht auch, dass ich brenne. Regeneration. Nee, behalte das durch. Dann gehe ich jetzt nochmal zum Laden zurück, indem ich mir das Geld hier gegönnt habe. Dann hätte ich jetzt gern das Schwert. Oh, das verbraucht sogar 4 Plätze. Na gut, dann schmeiße ich den Hut noch weg. Sollte so passen. Die 3 Verteidigungen, die der Helm mir bringt, sind mir jetzt nicht so wichtig. Dreimal benutzen, es wäre wesentlich besser als der Dolch. Ich darf es aber nur 2-mal nutzen. Wenn ich es 3-mal nutze, wird es kaputt gemacht. Ach, pfeif auf die eine extra Energie.
Das Glück ist wichtiger. Dann können nämlich bessere Items am Ende des Kampfes rauskommen. Und Finale in der Krypta. Das kann ich immer gratis nutzen, das auch. Okay, Messer brauche ich sowieso gleich nicht mehr. Jetzt hat er seine Kameraden berufen. Wut macht, dass ich stärker werde. Ich weiß nicht, was der sich erhofft. Den ganz hinten lasse ich auf jeden Fall leben. Ach nee, Wut hat er auf sich selbst verwendet. Will ausweichen. Der blockt für den da hinten. Können wir den Gratis-Schaden mitnehmen? So, du bist alleine. Offenbar kriege ich hier nichts. Zumindest von denen nicht. So, das Füllhorn. Und verlorener Funke. Die Edelsteinklinge, die ist schon nice. Vor allem, wo die sich selbst verstärkt. Ja, der Story-Modus, der hat schon was. So, jetzt erstmal wieder was verkaufen. Die Energiemünze finde ich nicht so geil. So, einen Anfangsschlüssel würde ich gern behalten. Obwohl, ich habe die nicht mitgenommen. Kann ich irgendwie sagen, ich will die mit in den Dungeon nehmen? Auf jeden Fall sollten wir einen Bauernhof jetzt mal bauen. So. Das Schwert würde ich gerne behalten, irgendwie. Wie kann ich dir heute helfen? Wie funktioniert Forschung? Du kannst Items erforschen, um sie zum ersten Mal erscheinen zu lassen. Ich würde, dass du diese Items jetzt im Dungeon entdecken kannst. Bleib dran und lerne Neues. Du wirst neue Items und Verbesserungen entdecken und neue Bekanntschaften machen. Wenn wir genug lernen, ziehen wir vielleicht sogar einige neue Abenteuer an. Vielleicht wird einer von ihnen, wie man tiefer geht. Irgendwo ist wahrscheinlich jemand, mit dem ich reden kann. Warte mal. Den Baumodus kann ich ja schnell über die Karte scrollen. Ich glaube, ich brauche mehr Einwohner. Okay, dann einfach ein Wandern erstmal. Okay, ich brauche das Zeug offenbar nicht im Inventar zu behalten. Ich scheine es nicht mitnehmen zu können.
Ich gehe mal direkt an die Kiste. Ja, hat standardmäßig 5 Block und kriegt dafür jede Rüstung. Warte mal. Nochmal nach Odeirie zurück. Ich hatte ja kein Inventar. Ach, guck mal, jetzt ist hier was passiert. Der Königswürfel. Ah, die berühmte Porks. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, liebe Mädchen. Aber der König hat von deinen Heldentaten im Dungeon gehört. Du nimmst Schätze, die ihm rechtmäßig gehören. Alles im Dungeon unter Odeirie gehört dem König. Aber ohne ihn würden wir nicht einmal... Schweige! Das ist deine einzige Warnung. Wenn wir dich noch einmal im Dungeon sehen, werden die Konsequenzen schwerwiegend sein. Unsere Armeen werden diesen lächerlichen Ort auslöschen. Versuch nicht ein Held zu sein. Doch. Hallo Matthew. Ich sehe, du bist aus dem Dungeon zurückgekehrt. Das habe ich auch. Ja, das stimmt. Du bist nicht die Einzige, die diese Tiefen erkundet. Neue Freischaltung, Matthew. Matthew erwartet dich bei Standard One zum Dungeon. Er kann einzigartige Start-Items bereitstellen. Okay. Vielleicht treffe ich dich dort unten. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Ich suche auch nach verlorenem Funken. Hast du von diesen mysteriösen Energiequellen gehört? Wir können sie verwenden, um neue Tiefen im Dungeon zu öffnen. Genau das brauche ich. Ich versuche tief in den Dungeon zu kommen. Ich glaube, meine Mutter könnte dort unten gefangen sein. Sie ist beim Überfall verschwunden. Dasselbe, der die eine Stadt zerstört hat. Ja, wir brauchen verlorene Funken, um diejenigen zu finden, die in den tiefen, dunklen Tiefen unter Odeirie verloren sind. Was wir brauchen, ist ein Abenteurer, der sich den Tiefen stellt und diese verlorenen Funken findet. Und wir müssen mehr Dorfbewohner hierher bringen. Wir werden alle Informationen brauchen, die wir bekommen können. Verlorene Funken zu finden, wird nicht einfach sein. Lass mich die einige Dinge zeigen, die wir zusammen erforschen können. Wenn es dich interessiert, natürlich. Es gibt immer noch mehr Bereiche zum Freischalten. Hast du verlorene Funken für mich? Ach, bei ihm kann ich jetzt forschen. Okay. Sieh, du wirst schon ein erfahrener Entdecker. Du hast verlorene Funken zurückgebracht. Wir können sie verwenden, um Schlüsse zu schmieden. Ja, ich kenne mich mit diesen magischen Relikten aus. Sie sind so klein, du kannst sie einfach in deine Tasche stecken. Sie nehmen doch nicht einmal Platz in deinem Rucksack ein. Es kommen die Deep Caves. Deep Explorer. Finde die Treppe, die tiefer in die tiefen Höhlen führt. Verwende den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Glaubst du, meine Mutter ist dort unten? Möglicherweise, aber sammle weiterhin verlorene Funken. Es gibt noch viele tiefere Bereiche, dass wir hier alles freischalten können. Kannst du wieder in den Dungeon zu gehen? Ja klar! Und ich kann dich nicht davon abhalten. Nö! Ich kann dich nicht aufhalten, aber vielleicht kann ich dich ermutigen, mit etwas Rüstung zu gehen. Ah, da kriege ich auch so einen verlorenen Funken. Das klingt eigentlich relativ easy, die Quest. Sicher, Papa. Der Bürgermeister will wieder was? Ich brauche einen Platz zum Übernachten. Und wo könnte ein besserer Platz sein als unter meiner verehrten WLAN? Ich sehe, du hast bereits ein Zuhause für neue WLAN gebaut. Die Bevölkerung von Havasek Hill zu erhöhen, wird neue Möglichkeiten schaffen und neue besondere Gäste bringen. Städte handeln nicht nur von Gebäuden. Es geht darum, wie du die Dinge organisierst. Ich denke, wir könnten noch mehr verkaufen, wenn wir ein paar richtige Dekorationen um unsere Läden herum hätten. Versuch mal diese. Okay, ein paar Kisten. Und einige davon könnten auch helfen. Topf. Platziere sie neben den Laden. Sie werden mehr Kunden anlocken. Im Baumodus, wenn du über dem Laden schwebst, siehst du, dass in der Nähe befindliche Dekorationen grün hervorgehoben werden können. Kostet nicht das was? So, ich habe ein bisschen was dahingestellt. Passt das so, Madame? Ich habe dir Sachen gebracht, aber es scheint sie nicht zu jucken. Okay, ich kann das Schwert ja eh nicht behalten, dann verkaufe ich es mal. Fräulein im Büro. Hazel? Hörs? Ich erinnere mich an dich. Der Name hängt über der Schrift. Aus der Schule. Du hast gerade angefangen, als ich die Schule abgeschlossen habe. Das bin ich. Ich fand immer, dass du mega cool warst. Alle mochten mich immer im alten Schulhaus.
bevor es abgebrannt ist. Deswegen bin ich Lehrerin geworden, wenn wir nur ein Schulhaus hätten. Könntest du eins bauen? Okay. Ich weiß, du schaffst das. Immerhin bist du hier in der Gegend jetzt so etwas wie eine Berühmtheit. Und dieser Rucksack hält dich überhaupt nicht auf. Meine Knie bringen mich noch um. Sicher, wenn du mal eine Pause vom ganzen Sammeln brauchst. Schau vorbei, ich kann dir allerlei beibringen. Wenn du mal verwirrt oder verloren bist, wird ein bisschen Bild und dich wieder auf Kurs bringen. Was kann ich dir heute beibringen? Ich wollte nur Hallo sagen. Aber deine Schule bauen wir dir. Wenn ich Geld hätte, Alter, kostet die. Momentan haben wir nichts. Und ich habe mit jedem geredet, ne? Können wir noch was abreißen, eventuell? Nee, erst wenn ich mehr Leute habe. Und dafür brauche ich erst mehr bauen. Okay, auf in den Dungeon. Dann Schützer, let's go. Jetzt go. Ich bin gerüstet. Du willst angreifen. Ein Glückspilz. Nein, ich kann es nicht umbringen. Ich kann eh nur angreifen. Schade. Okay, ich krieg wieder eine Machete. Das ist schon mal gut. Gekauft. Dann nehme ich noch den Saphir. Und sobald ich mehr Platz habe, kann ich das beides da dran legen. Gegner. Ja, schade, gerade so nicht. Ich habe ja keinen Schild, ich kann eh nur drauf kloppen. So, ein extra Feld, wo der Würfel gleich hinkommt. Umkehramulett für jede Gefahr in dieser Zeile. Nee, nimm den Glücksring. Das ist kontraproduktiv. Dann nehme ich das mit. Dann nehme ich mir noch den Schutzhelm. Und jetzt kann ich den machen. So, die Heilung nehme ich mal mit. Angriff. Nein, Fieslinge. Nee, ist alles Dreck. Messer dagegen ist gut.
kann ich ja immer zweimal pro Runde verwenden. Das ist besser als das. Den Schleifstein nehme ich. Und dann nehme ich noch einen weiteren Glücksring. Oh, hi. Hot shit! Kehr um, kleines Mäuschen. Das ist mein Revier. Oh, was ist das für ein Geruch? Warum sagen das alle Oberflächenbewohner? Ist das irgendeine Form der Begrüßung? Mein Duft ist der meiner Heimat im Käferdorf. Ich trage ihn mit Stolz. Idiot, du bist stolz auf deinen Gestank? Entschuldigung, das war gemein. Wie auch immer, du scheinst dich im Dungeon auszukennen. Denkst du, du könntest mir und meinen Freunden Havasek helfen, tiefere Teile zu erkunden? Niemals, das ist mein Zuhause. Du betrittst es unerlaubt. Geh weg! Sag mal, ist das ein Zauberrucksack, den du trägst? Nein, das ist meine Schale. Und ich werde dir zeigen, was sie kann. Oh, ich muss Pochette bekämpfen. Das ist der Charakter, den man nutzt, wenn man einen Pazifisten-Run machen will. Ich hau einfach auf Pochette. Nächste Runde ist sie down. Autsch, du hast etwas von meinem Dreck abgestoßen. Ich wusste es, das ist definitiv ein Zauberrucksack. Weißt du, unter all dem Schmutz bist du eigentlich ziemlich niedlich. Komm mit mir zurück nach Havasek, Kill. Wir können dich sauber machen. Mit unserem Mundsäcken und dein Wissen über den Dungeon könnten wir die tiefsten Teile erreichen. Nein, danke. Ich werde einfach ein bisschen im Schlamm rollen. Ich dachte, wir schalten die jetzt so frei. Schön, wie ich 28 Erfahrungen habe und 25 nur brauche für ein Level Up. Schlüssel. Die kann man im Harvestick verkaufen? Nee, ist alles nichts wert. Ich würde gerne einen Händler finden. Oh, du hast Geld für mich. Und ich habe den Schaden gerade verringert. Aua. Weg mit der Schnecke. Die macht viel zu viel Damage. Tot. Zack, zack, zack. Die kann ich alle samt hier packen. Nee, das ist kontraproduktiv. So, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Rüstung. Das warme Getränk nehme ich noch mit, damit ich mich gleich einmal heilen kann. Da ist ein Händler, aber ich muss mich erst einmal hinkloppen. Ach, ich habe den Schleifstand nicht bewegt. So, der ist allein. Okay, erstmal kommt der Schleifstein darüber. Ein ätherischer Schleifstein. Okay. Okay, der Münzsack, der ist nicht so sonderlich viel wert. Ich verkaufe den, der bringt ja richtig viel Geld. Er schafft ein Juwel.
Juwelen sind hier so etwas. Das könnte eigentlich ganz praktisch sein. Aber die Waffe ist schwach wie sonst was. Das kaufe ich dir auf jeden Fall mal ab. Und ansonsten passt eigentlich. Warte mal, dich lassen wir noch in Ruhe. Erstmal das Geld aufsammeln, Gegner bekämpfen. Okay. 11 Schaden für jeden. Du haust nicht mit meinem Geld ab. In deinen kühnsten Träumen vielleicht. Tot. Tragikomödie-Schicht. Der sieht lustig aus. Aber ist alles, kann ich alles nicht gebrauchen. Nächster Kampf gibt mir wieder ein Level up. Auch alles Müll. Was kannst du? Eigentlich das Bogenschießen. Er kniet auf dem Boden des Kerkers und spannt sorgfältig seinen Bogen. Ich habe Gerüchte gehört, dass eine Ratte in diesen Kerker zurückkehrt. Sagt er, bist du das? Bist du der aus Haversack? Solltest du bei uns mitmachen? Ja, sagt er, ich habe viel Gutes gehört. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Leise macht er sich wieder an die Arbeit. Okay, ich habe einen gerade nach Haversack geschickt. Okay, jetzt kommt ein Boss. Ein böser Hahn. Der wird immer stärker, wenn ich ihn angreife. Nee. Muss gucken, dass ich die Anzahl der Angriffe gering halte. Dann könnte man Geld sammeln. Okay, nächste Runde kriege ich ihn kaputt. Oder er tötet sich selbst. Und jetzt muss ich irgendwas wegwerfen für das Item, was ich hier kriege. Ich würde sagen, die Lederkappe war nicht viel wert. Und Glücksringe sind im Laden auch nicht sonderlich viel wert. Den verlorenen Funken nehme ich auf jeden Fall mit. Aus hier. Oh, da kam noch jemand. Den wir im Dungeon gefunden hatten. Gute Arbeit, so viel Zeug zu bringen, die Leute von Ordere dank dir. Es gibt immer noch mehr Bereiche zum Freischalten. Hast du verlorene Funken für mich? Ja, aber bringt halt momentan nichts, ne? Aber ich habe ihn schon mal. Meine erste Anweisung als Bürgermeister lautet, ein paar Items zu bekommen, um mir etwas lokales Geschäft anzulocken. Um etwas das lokale Geschäft anzulocken, meinst du wohl? Könntest du mir einige dieser Items bringen? Rüstungs-Items habe ich gerade ein paar bei mir. Eine K-
Kaserne, da wir zum Waffen haben. Konsum-Item habe ich gerade keins bei mir. Danke. Du solltest die Sachen so schnell wie möglich zurückbringen, um diese Gebäude freizuschalten. Unsere Stadt wird wirklich explodieren, sobald wir diese Gebäude gebaut haben. Allein kann ich nur so viel tun. Glaube ich, kann man hier viel tun. Parcel. Parcels Lieferdienst hier. Wir erfüllen alle deine Lieferbedürfnisse. Hast du jemals ein Item in den Dungeons unter Odere gefunden, welches du unbedingt haben möchtest? Aber leider, du bist noch nicht mit dem Abenteuer fertig. Dann kommen wir ins Spiel. Triff dich einfach mit mir. Ich bringe alle Items zurück nach Harvestek Hill. Sie werden auf dich warten, wenn du zurückkommst. Ach, bei ihm kann ich dann Sachen abgeben und die bringt er dann nach Hause, die ich dann verkaufen kann. Selbst wenn du besiegt wirst, ist das eine großartige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dein Zeug auch bewahrt wird. Freut mich auf die Zusammenarbeit. Hier ist die Bibliothekarin im Einsatz. Mir wurde gesagt, dass Harvestek Hill ziemlich groß wird. Aber immer noch keine Bibliothek. Das müssen wir ändern. Okay. Sobald du Ende baust, können wir wirklich Neues über die Geschichte dieses Ortes lernen. Oh, ich sollte noch auch erwähnen, dass ich ein Experte für die vielen Sprachen bin, die ganz in der Orderia geschrieben sind. Wenn du etwas zum Übersetzen findest, sollte es als Überlieferung gekennzeichnet sein. Bring es mir und ich werde es gerne für dich übersetzen. Hast du etwas Neues für mich zum Lesen? Magie? Siegel? Nichts, was ich wüsste. Kann das aussehen, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Ticks ist. Der Meisterbogenschütze. Diese Stadt, sie braucht einen Beschützer. Deshalb bin ich hier. Deine Hände sind schmutzig. Du brauchst eine würdevollere Waffe. Um mehr über diese alte Kunst zu erfahren, biete ich dieses Training an. Ein Mann, wo ich mit Bogen kämpfen muss, okay? Sobald du die Grundlagen beherrscht hast, können wir unser Wissen über Bögen und Pfeile erweitern. Ich sehe tolle Arbeit. Ich sehe, du hast es mehr als einmal hin und zurück geschafft. Es gibt immer mehr zu entdecken. Und ich habe auch ein paar Missionen, um dich zu beschäftigen. Koralle? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das Fragezeichen bringt. Okay. Viel Glück, Pers. Wie sonst noch wir reden? Ja. Nora, die meisten Säugetiere können magische Items nicht wahrnehmen. Dennoch, ich spüre eine starke Präsenz von dir. Könntest du empfindlich auf Magisches reagieren? Hast du gerade etwas Magisches bei dir? Ich habe diesen Mana-Stein. Oh, der ist auch in gutem Zustand. Warte mal, hat jemand daran geleckt? Ich war neugierig, wie es schmeckt. Es schmeckt nach Blau. Deine enge Berührung mit diesem Artefakt könnte unvorhergesehene Folgen haben. Die meisten Säugetiere bekommen aber auch Schmerzen. Aber für einige von euch kann der enge Kontakt uns zu verborgenem Wissen führen. Oh, verborgenes Wissen. Du wirst ab sofort magische Items im ganzen Dungeon finden. Wenn wir ein magisches Mizil hätten, könnten wir mehr magische Items erforschen. Okay. Außerdem, wenn du ein wenig Übung und Magie brauchst, hier ist eine Quest für dich. Oh, Magie war richtig räudig, das weiß ich. Ich warte immer noch darauf, dass du magische Mizil fertigstellst. Wir brauchen eins, um mehr über magische Items zu erfahren. Du musst eins machen. Wenn du brauchst, kann ich sogar meine Freundin Tote einladen, sich uns anzuschließen. Sie ist eine echte Expertin auf diesem Gebiet. Und ich glaube, sie hat auch einen magischen Rucksack. Ich warte immer noch darauf, dass du das Ding baust. Okay. Der Name ist Duck. Ich bin nur ein örtlicher Schreiner, der vorbeischaut. Obwohl er diese Stadt schon bessere Tage gesehen hat. Wir könnten auf jeden Fall etwas Hilfe gebrauchen. Das könnte ich tun. Ich kann mit deinem Bürgermeister einige Baupläne für neue Gebäude besprechen. Während wir daran arbeiten, habe ich eine Idee für dich. Du solltest ein paar Sägemühlen aufstellen. Das erstellt Baumaterial. Viele natürliche Strukturen in der Nähe.
Muss in der Nähe des Waldes sein. Wir können Baumaterial für dich herstellen, während du weg bist. Wie viel soll ich denn noch bauen? Sonst noch wer, der was will? Da unten will irgendwer was. Und er ist der Anweisung als Bürgermeister lautet, ein paar Items zu bekommen und nimmt das. Ach, du willst noch das Konsum-Item. Ja, habe ich nicht. Okay, dann kann ich ja jetzt die Items, die ich habe, verkaufen. Ich kann das Zeug halt eh nicht mit in den Dungeon nehmen. So, ich kann wieder was kaputt machen. Den überfälligen Bauschutt kann ich entfernen. Tschüss. Alles, was nur 20 braucht, weg. Okay, beim nächsten Mal kann ich erst zerstören, wenn ich auf 25 habe. Das Sägewerk können wir bauen. Die Schmiede ginge auch. Die macht auch Baumaterialien. Das Schulhaus kostet noch ein bisschen. Ich mach mal das Sägewerk ganz nach oben. Deko dafür habe ich momentan nicht. Ich baue da mal noch den Bauernhof. Ein paar. So, jetzt haben wir ein paar Bauernhöfe. Dann würde ich sagen... Ich wollte noch ein Haus bauen, aber dafür habe ich das Geld nicht. Keine Ahnung, was ich damit mache. Aber ich werde es noch rausfinden. Okay, jetzt habe ich 4 Questen. Ich würde instabiles Mana damit freischalten. Da würde ich grüne Energie freischalten. Das Ding bewegt sich jede Runde. Wahrscheinlich in die Richtung, in die es guckt. Könnte man es nicht einsperren? Okay. Dann machen wir mal Windmühle. Die Windmühle muss ich behalten. Das Schwert brauche ich, den Schild. Okay, let's go. Sechzehn muss ich blocken. Stimmt ja, Wut, ich vergesse es immer. Okay, 7 Schaden blocken, Rest reinprügeln. Okay. Wir haben eine Glefe, also eine Hellebarde. Ich könnte die alte Mahlzeit auf jeden Fall gegen eine neue austauschen.
Die Hellebarde ist eigentlich ganz gut. Ich muss dann nur das Schwert wegwerfen. Wie gesagt, die alte Mahlzeit könnte ich gegen die neue austauschen. Oder ich nutze die alte einfach gleich. So. Du greifst eh nicht an. Und tot. Kann ich das Ding extra so hinsetzen, dass da nichts angrenzt. Wir müssen auf jeden Fall ein Konsum-Item mitnehmen. Das nehme ich noch mit. So, das Ding macht jetzt mehr Schaden. Hackball wäre unnötig, genauso wie der Dolch. Das ist keine Asse im Ärmel. Oh nein, das Minigame. Am ehesten würde ich das Schutzband haben wollen, aber ich habe da kaum Einfluss drauf. Ich habe bekommen, was ich wollte. Dafür schmeiße ich ruhig das warme Getränk weg. Das Ding ist wesentlich besser. Ich brauche ja nur ein Konsum-Item. Ein Knüppel. Schmeiß den Saphir weg, pack das da oben hin und behalt den Schild. Kann ja jederzeit ein weiteres Konsum-Item holen. Der Schild ist essentiell. Ich krieg Dynamit, wenn ich neu organisiere. Ach, sehe keinen Damage, wenn ich dich mit dem Knöppel verprügel. Ich kann das alles nicht gebrauchen. Nimm das mit, damit ich ein Konsum-Item habe und fertig. Oh, die Teile arbeiten. Ein Dach. Okay. Da ist nicht wirklich was dabei, das ich haben wollen würde. Außer vielleicht. Das macht 5 Block, das macht 2 Block. Nee. Alles Müll. Die haben eine Heilerin.
mal blocken. Sonst krieg ich Schaden. Ich kann, darf ich nicht als letztes verprügeln wollen. Ein bisschen Damage muss ich blocken. Ach komm. Die Heilerin muss weg. Ich weiß doch, wenn ich jetzt Schaden bekomme. Den muss ich zuerst ausschalten. Einmal den Schild und weiter verprügeln. Ach, dieses Spiel macht Spaß. Dieses Schwächen ist einfach so geil. Mach mal hier oben noch einen weiteren Platz. Nee, in die andere Richtung, damit die Glefe weniger nervt. Mach ich hier noch Platz. Ein Guppi, den nehme ich auf jeden Fall mit wegen Konsum-Item. Ansonsten nichts bei, was ich mitnehmen würde. Gegner. Oh nee, da ist eine Schnecke. Aua. Ich habe viel Schaden genommen. Scheiß auf den Guppi, ich nehme den Schwächetank mit. Da ist Heilung. Karten zeigen dir in Zukunft oder deinen Untergang. Habe ich jetzt gespielt? Nein. Okay. Nicht wegdrücken. Ach, das schon wieder. Nein. Das müsste ich haben. Dieses Königreich-Ding. Das Schutzband würde ich sagen, das ist wichtiger. Ich muss den Hasen da hinten erstmal vernichten. So. Oh. Die richtig geile Klinge. Ja, kann ich statt der Hellebarde nehmen, ne? Sagt 21 Damage.
nehme mal den Schild mit, der sieht lustiger aus. So, her mit dem Geld. Irgendwas Geiles da drin? Nö. Und du hattest jetzt auch nichts Tolles zu verkaufen. Ja, musst nur das Konsum-Item dann auch noch mit nach Hause nehmen, ne? Frettchenkönig. Zack. Du beschwörst einen Gegner? Mach das. Erstmal senke ich deinen Angriff ein bisschen. So. 17 muss ich blocken. Überlebt die Runde. Tot. So. Nach Bereich 2 mache ich Pupun Energie, dass ich die freischalte. Okay. Es muss nur in 1 und 2 Felder weiter entfernt sein, dann kriege ich was dazu. Ich habe aber diese grüne Energie auf jeden Fall freigeschaltet. Es ist wieder jemand gleich dazugekommen. Du kriegst jetzt erstmal dein Konsum-Item. Dann haben wir die Taverne. Danke! Fantastisch! All diese Gebäude sind zum Bau bereit. Die Wähler werden eine unvollständige Stadt einfach nicht akzeptieren. Solltest du eine Taverne bauen, das gibt den Tieren einen Ort zum Abkühlen. Ja, du warnest noch dein komisches Ding. Es kam niemand dazu, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Also wir können Sachen abreißen. Mehr Müll weg, ja! Da brauche ich 45 Leute für das Ding. Aber der Schutt entfernt sich so langsam. Ich kriege auch was dafür. Dann mal das Restzeug verkaufen. Nee. Okay, das Schulhaus können wir jetzt endlich aufstellen. Es gehört an den Anfang der Stadt. Ansonsten können wir nichts aufstellen. Aber hey, die Schule steht. Okay. Die wollen auch Sachen haben. Wo ist denn die Frau, die in denen sich was wollte? Die war's. Du hast jetzt deine Schule. Was kann ich dir heute beibringen? Ach so, du kannst mir nur generell Sachen beibringen. Okay, einen Run würde ich noch machen. Viel mehr können wir ja nicht machen. Diesen Komödie-Schild kann ich noch verkaufen. Bringt mir aber auch nicht viel. Okay, zurück ins Abenteuer. Der Typ stand da gerade. Ich dachte, ich kann den jetzt gerade da irgendwie andrücken.
Und wenn ich das jetzt ein zweites Mal abschließe, dann kriege ich diese Energie. Okay. Muss ich ja nochmal diese Windmühle ertragen. Dich will ich loswerden. Das weiß ich direkt von Anfang an. Wieso muss ich auch kein Konsum-Item behalten? Heißer Fevi. Zack. Kann einmal reinhauen. Ich finde den Story-Modus richtig geil, weil man hier wirklich Questen hat. Level up. Ja, wäre gerade nicht schlecht. Zackball könnte ich nehmen, aber das würde mir kaum was bringen. Immer mit den Schildtrank. So, das Level Up nehmen wir direkt mal mit. Mit der Kiste warte, bis ich das Level Up auch habe. Und das einfach, dann kann ich draufhauen. Okay, damit mache ich mein Zeug kaputt. Nein, ich gehe dann mal nach Odaria zurück. Ist ja noch nichts passiert. Ach, hier sind nochmal Leute dazu gekommen. Aktualisieren sich die Questen erst, wenn ich einmal zurückkehren drücke in Dungeon? Fleißig geforscht? Je größer die Stadt wird, desto mehr Item gibt es zu erforschen. Wenn der Stadt ein neues Item erhältst, wirst du es auch im Dungeon finden können. Das bedeutet, dass du im Laufe deiner Abenteuer immer mehr und vielfältigere Sachen finden wirst. Es gibt viel zu entdecken. Kann ich dir heute helfen? Ich habe Parades Heizkette geöffnet. Dieses Ding ist wirklich magisch. Sie hat es in der Nachricht geschrieben, die darin eingeschlossen ist. Sie nannte es eine Vision der Gefahr. Mit dem Medaillon könnt ihr und eure Gruppe kommende Bedrohungen sehen. Okay. Immer wenn ihr einen neuen Teil des Dungeons betretet, sucht nach einer Vision. Die Vision wird euch den mächtigsten Feind zeigen, dem ihr gegenüberstehen werdet. So könnt ihr euch besser vorbereiten. Steht sonst noch etwas da drin, Papa? Ja, ich habe es zurückgehalten, es zu lesen, bis du zurück bist. Nun, was steht darin? Lieber Luis und Pius, es tut mir leid, dass ich verschwunden bin. Es gibt etwas, was ich tun muss. Oh. Da unten passiert etwas. Ich kann es sogar zu Hause spüren. Ein tiefes Dröhnen, als ob die Knochen der Welt an einem Punkt zusammenkommen. Ich kann es logisch nicht erklären, aber ich muss darunter und es selbst sehen. Chris, es tut mir leid, aber wir werden es vielleicht nicht mehr sehen. Kümmere dich um Purse für mich. Liebe und schätze sie. Purse, selbst jetzt kann ich in deinen Augen sehen, dass du genauso bist wie ich. Ich weiß, es hat keinen Sinn, dich zu stoppen. Und dazu sage ich, ich werde dich im tiefsten Teil des dunklen Dungeons sehen. Sie könnte in Gefahr sein. Wir müssen sie finden. Hörst, das ist genau wie deine Mutter, dich zu ermutigen, so ein Risiko einzugehen. Sie ist seit über einem Jahr fort. Sie könnte sie nach jeder Zeit geschrieben haben. Ich kann das nicht akzeptieren, Papa. Ich werde sie finden. Sie hätte dasselbe gesagt. Guck, ich bin wie Mama. Ganz rechts will auch jemand was. Fischliebhaber? Ich verstehe die Leute nicht. Ich verstehe wirklich nur die Fische. Jetzt haben wir uns getroffen. Ich schenke dir einen Angelhaken. Okay. Ich habe ein neues Item freigeschaltet. Ihr schafft einen Fisch an einem angrenzenden Feld, wenn genutzt 10 Schaden.
Oh, das erhöht aber die Energiekosten. Hab mir ein paar Fische. Hast du ein paar Fische für mich? Gib ein Item. Ich muss jemanden einen Fisch mitbringen. Raven. Ich bin so weit weg. Es ist so toll, dich zu treffen. Nun, danke. Es ist schön, hier zu sein. Du hast so ungefähr 1 Million Rattenwölfe verprügelt. Und wir sollen dich feiern. Psch. Und dann bin ich direkt öde? Ist so ein schöner Tag, dich zu treffen. Ich habe alles über dich von Miss Burrow gehört. Ja, wieder zurück in den Dungeon. So, nochmal die Windmühle. Und wir merken uns dieses Feuerding nicht nutzen. Es ist kacke. Haben ja nicht viel verpennt dadurch. Eine bessere Verwendung gibt's für das Essen nicht. Okay. Wir haben schon mal den Handschuh. Den können wir mitnehmen. Und das können wir mitnehmen. Geld. Ist geschenkt. Du greifst eh nicht an. Du kommst dann mal hier hin, dann kriege ich richtig viel Abwehr. Irgendwo kann das verwendet werden, ist direkt gekauft. Warum? Das kann ich einmal verwenden. Eine Vision der Gefahr. Ah, das Vieh kommt gleich. So. Einmal drehen gratis. Wir drehen das Rad. Ich drehe nochmal für 3 Gold. Ich habe dasselbe Ding nochmal bekommen. Passt so. Haben wir richtig viel Damage. Ein geheimnisvoller Brief. Okay, das Ding muss ich mitnehmen. Ja, so bringt mir der Handschuh sowieso nichts. Dann nehme ich das Teil mit. Ich sehe in der Truhe was Schönes noch. Wie zum Beispiel ein Knüppel, der besser ist als mein Schwert. Und den Schleifstein kann ich dann auch direkt nehmen. Aber ich kann hier nur noch mal drehen. Bisschen Erfahrung. Zu der Kiste gehe ich erst, wenn ich das Level up habe.
So, dich vernichten wir instant. So, du machst kaum Damage. Tot. So, jetzt kann der Schild hier hinten erstmal rüberwandern. Hilfe nehme ich auf jeden Fall schon mal. Dann nehme ich das Essen noch. Ich weiß jetzt schon, dass ich den Heiler unbedingt weg haben will. Und tot. Aktiviere dich, Würfel. Teddybär-Schwert. Das nehme ich mit zum Schaden machen. Oder ich nehme das Teddybär-Schwert mit einfach zum Verkaufen. Da ist ja eh ein Laden. Oh, eine vampirische Axt. Hat Vampirismus halt, ne? Aber ich krieg halt Gift obendrauf. Auch mehrere Plätze ist das Problem. Kauf das Messer wieder. Und dann kann ich die Vampir-Axt mitnehmen. Mit der kann ich mich auch hochheilen. Nehme ich den linken Weg. Problem ist, dass ich das nicht mit drauf packen kann. So, du machst eh so gut wie gar keinen Schaden. Ein goldenes Hackbeil. Dadurch werden andere Hackbeile stärker. Das Problem ist, das Hackbeil selbst ist trotzdem kacke. Ja komm, der ist mir wert. Warte mal. Wenn ich das so mache... Ja, dann kriegt er nicht beide. Ich kann das halt nicht so packen. Eine Machete. Ist auch das Beste, was da gerade drin ist. Okay, wir dürfen Karten spielen. Okay. Diese Fußkette wäre auch ganz schön. AP mit rotem Band. Fußkette ist wie gesagt ganz schön.
Nehme ich mal statt der Eile. Haben wir hier noch? Ach, wieder den, den ich mir Respekt payen kann. Hat mich geheilt. Hat mir sogar Max HP gegeben, der nette Kerl. Ultra-Ritter. Der kriegt Kameraden, sobald ich ihn vernichte. So, du machst kaum noch Schaden. Nee, ich mache mir mehr Schaden als ihm. Beziehungsweise mehr als ich heile. Jeder von denen war ein Teil der Rüstung, ne? So. Durch Eile hat alles 2 plus bekommen, ne? Ne, das macht man blockiert in den Zeug, dass man 2 mehr kriegt. So, den erstmal weg. Der Giftschaden ist nur leider immens. Den muss ich nächste Runde ausschalten. Level up. Oh, Schilddämon. Bluthackball. Das sind alles 3 Relikte. Ich nehme mal die Koralle. Hier ist Parcel. Und ein Heiler. Heil mich mal komplett, bitte. Was habe ich denn überhaupt gerade so im Rucksack? Ich kann die beiden Sachen auf jeden Fall nach Hause schicken. Das wären schon mal 2 Plätze. Kann ich mehrmals zu dir kommen? Also bleibst du dort? Nee, du verschwindest sofort. Okay, gut zu wissen. Eine legendäre Axt. Ja, dann kann ich noch die Dornrose und das Ding da mitnehmen. Für die Flammaxt ist kein Platz. Verzauberter Sumpf. Tiefe Höhle. Müssen eine 2. Ebene schaffen. Und muss auch instant kämpfen. Hier, friss das mal. Du machst gut Damage. Um Gottes Willen macht der eine gleich viel Schaden. Dir mal eins auf den Deckel geben. Und du weniger Damage drückst.
Scheiß drauf. Hauptsache der ist weg, der drückt zu viel Schaden. Auf die Rüstung zu holen. Ich darf was duplizieren. Warum durfte ich jetzt nur die Dornenrose duplizieren? Nimm mal den Schlüssel und das Glücksding mit. Okay. Der Typ ist gleich vor unserer Nase. Och nö, nicht der schon wieder. Irgendwie habe ich aufgehalten, dass er überhaupt was tut. So, seinen Schaden habe ich mal stark verringert. Dem habe ich mit Vampirismus eine gegeben. Höchstens der Schleifstein. Das könnte eigentlich ganz praktisch sein. Ist die Voraussetzung, dass er sich überhaupt bewegen kann? Also die Rose, die mag ich so oder so nicht. Du hast nichts Geiles im Verkauf. Nichts, was es wert wäre. Oh nein. Ja, die Voraussetzung ist, dass ich das Ding bewegen kann. Ich muss verhindern, dass der angreift. Die 11 Geld muss ich jetzt leider weglassen, dass er damit abhaut. So, der ist tot. Einer weniger, um den ich mir Sorgen machen muss. Einfach, dass du generell Schaden machst, Kollege. Okay. Der schafft einen Trank, aber der nimmt einfach viel zu viel Platz ein. Der Kessel. Na, danke fürs Leben. Ich rieche einen Schatz in der Nähe. Ich sehe deine Augen sich auf dich richten. Springt er? Du hast dich an mich herangeschlichen. Er sagt, ich bin ein Sammler. Ich finde Dinge hier unten. Möchtest du in meine Suche investieren?
Ja, ich investiere mal 30 in eine Waffe. Ich werde mich umsehen und sehen, was ich finden kann. Er rennt weg. Seine Nase schnüffelt am Boden. Okay, Kollege. Ich verkaufe dir mal den Schlüssel. Was kannst du haben? Das Ding kannst du haben. Dann gehe ich die Kisten plündern. Flüche, du wurdest von einem Item verflucht. Du musst es mit dir tragen, sonst wird es neue Items ersetzen, die du entdeckst. Um ihn zu entkommen, musst du das Item zerstört oder vom Flüchen gereinigt werden. Okay. Das Katapult ist neu. Ich sehe kein verfluchtes Ding. Bin ich blind? Ach, der Ring der Bestie. Ich muss den mitnehmen, ne? Den kann ich ja nutzen und den Schlüssel nehme ich einfach mal mit. Wenn hier jetzt nichts Besseres drin ist. Ich habe einen Schlüssel, oder nicht? Gut, dass ich ihn mitgenommen habe. Das ist eigentlich mega gut. Marete kann ich nicht gebrauchen. Zumindest jetzt gerade nicht. Kann ich den verfluchten Ring andrehen? Ich habe ihn einfach weggeworfen irgendwie. So viel dazu. Wie plötzlich das Küchenschiff. Ist das gegrillte Zwiebel, die du riechst? Und der Duft von Knoblauch? Oh wow, hier läuft das Wasser im Mund zusammen. Mein Freund, ruft die Maus zu. Lass mich dich verwöhnen. Danke. Wow. Ein warmes Getränk. Hättest du dir auch schenken können, ey. Und hier ist auch nichts Nützliches. Ein legendärer Würfel. So, das nehmen wir mal direkt. Problem ist, diese Schnecken werden mir so übelsten Schaden drücken. Das habe ich jetzt mal kaputt gemacht. Hier muss ich Schaden drücken. Alter, ich muss diese Schnecke loswerden. Die Schnecken sind nerviger. Als ob du die Kleinen noch mal beschwörst. Was bist du denn für ein Ekelpaket? So, tschüss. So. Verzieh dich. Ich verstehe nicht, wie das mit dem Level-Ding da funktioniert. Ach nee, behalt das. Aktion!
hat das gebracht. Okay. Der Schuriken ist eine Waffe, die kann ich einmalig nutzen für ein bisschen Schaden. Okay. Ihr drückt massig Schaden. Aua. Ein bisschen den Schaden senken. So, tschüss. Ein weniger. Tot. Werflichradierung. Die muss ich ja mitnehmen. Kann ich das noch mitnehmen? Ah, das muss eh hier unten hin. So, dann habe ich noch ein bisschen Standardverteidigung, dass ich generell ein bisschen weniger Damage nehme. Um Gottes Willen sind hier noch viele Gegner. Nee. Zumindest kann ich stets den Kack entfernen. So, da einmal knüppeln. So, tschüss. Einen schon mal losgeworden. Ich knüppel dir einfach eine. Ist effektiver. Ich muss nur verhindern, dass du Schaden machst. Tschüss. Und geheilt. Nichts Sinnvolles, soweit ich das jetzt sehe. Tatsächlich, diese Koralle finde ich useless. Ich verkaufe die jetzt. Genauso der Brief bringt nicht, wenn man die Tasche voll hat. Der bringt's da echt nicht. Da würde der Peridot es mehr bringen. Aber da gucke ich erstmal, was die Kisten liefern. Hier sind ja immerhin drei. Ist auch nicht so das Wahre vom Ei. Oder zumindest das Teil kann man irgendwo benutzen. Ne, das sind die Schnecken. Da gehe ich sicherlich nicht hin. So, frisst mal Gift.
Einfach dir den Schaden an sich wegnehmen. So, tschüss. Ich brauch keiner. Den anderen auch direkt entfernt. Und tot. Hier ist ein Fisch. Müssen noch einen Fisch mitnehmen. Ein unbekanntes Ereignis. Ach, da sind halt die Schnecken und der Armbrustschütze. Ganz ehrlich, ich nutze Instant. Ich nehme das mal und nutze es. So. Tschüss. Ich muss eins nehmen. So, ich habe mich ein bisschen hochgeheilt. Du mieses. Tschüss. Ich nehme das bisschen Schaden. Alles nicht gebrauchen. Der Schleifstein ist auf jeden Fall praktisch. Das Ding muss ich nicht mitnehmen, das wird nur dauernd auftauchen. Weil ich den Fluch an mir dran kleben habe. Gucken wir mal, was die Kisten bringen. Lebendiger Fels. Ist aber ein Fluch. Den ätherischen Schleifstein will ich nicht. Ist alles Müll. Ein Einsiedlerkrebsmimik. Hier kann ich mich hochhalten. Und tot. Ich habe jetzt zwei verfluchte Items an meiner Backe kleben. Und die Kiste war trotzdem kacke. Ah, der Typ. Ich habe Sachen für dich gefunden. Boah, du hast richtig viel gefunden. Die Lanze ist ja mal richtig gut. Ein geneigtes Schwert. Lanze statt Machete. Ist halt gut für mehrere Gegner. Wir kommen jetzt, glaube ich, eh zu einem Boss. Ich nehme die Lanze trotzdem mit, statt der Machete. Der riecht einen Schatz in der Nähe. Ich gebe ihm mal Gold, einfach für Konsum-Items. Vielleicht ist ein Fisch bei. Für den Angeltypen.
Ein Klingenmeister. Ich senke einfach deinen Angriff. Okay. Jetzt seinen Schaden einfach erhöht. Okay, ich darf nicht zu viel Schaden jetzt drücken gerade. Dann mache ich lieber meine Verteidigung höher. Zack. Okay, der Klingenmeister ist easy. Ich 19 plus drauf und habe mir 21 Schwäche. Also der macht selbst mit kaum Damage. Und tot. Wir haben es freigeschaltet, ja. Und wir haben geilen Shit mitgenommen. Oh, da kommen auch noch neue Leute dazu. Haben aber leider keinen Fisch mitgebracht. Gute Arbeit, so viel zurückzubringen. Die Leute von Ordea, ja, danken dir. Es gibt immer noch mehr Bereiche, die du im Freischalten hast verloren. Für mich? Ja, ich habe tatsächlich was. Aber du brauchst zwei für das nächste. Nee. Was ist denn das Kind da mehrmals erobert? Ich bin beeindruckt. Als ich einen Rucksack trug, habe ich mich manchmal dort auch umgesehen. Aber ich kannte auch einen anderen Weg. Wenn du ihn dann schon betrittst, sei auf der Hut. Es gibt einen anderen Weg, der die Krypta umgeht. Stachelgruft. Hier haben die unheilvollen Krypten, die sich unter der Ordnung erstrecken, schon lange erkundet. Doch denen, die ihr stark genug sind, winkt ein neuer Weg durch die Stachelgruft. Discover the Bramble, Forney. Du kannst stattdessen durch die Stachelgruft reisen. Ich würde gern mit den Kollegen da reden. Aber ich darf nicht. Vielen Dank, dass du den Parcel-Lieferdienst genutzt hast. Die Sachen, die ich zurückgebracht habe, sind bereits in deinem Inventar gespeichert. Wenn du einen Rucksack in der Stadt öffnest, solltest du sie dort zusammen mit allen anderen sehen, was du zurückgebracht hast. Außerdem hast du als treuer Kunde eine Belohnung verdient. Pack Items rein. Kann während des Kampfes nicht geöffnet werden. Da kann man halt zusätzlich Items stauern. Wie zum Beispiel die ganzen Zubehör, die werden dann trotzdem aktiviert. Danke, dass du passt. Lieferdienst vertraut hast. Edith. Ich sehe, du wurdest verflucht. Es war echt schlimm. Zumindest stehe ich hier und kann ich mich darüber beschweren. Verfluchte Dinge können mit dem richtigen Licht gereinigt werden. Wenn ein verfluchtes Item gereinigt wird, ist es wie jedes andere. Kann einfach zurückgelassen werden. Eine Lampe. Mit diesem Typen verwende Fluch. Alternative Verwendung, erlöst dich vom Fluch. Ach, jetzt habe ich da in der Hinsicht Items freigeschaltet. Ich hoffe, diese Dinge können dir helfen. Möchte ich um einen Gefallen bitten? Natürlich! Die Gläubigen haben hier keinen Ort zum Beten. Wir sollten einen Tempel bauen. Das würde dieser bescheidenen Stadt so viel hinzufügen. Wie viele Gebäude soll ich noch bauen? Danke, Pyrrhus. Ich habe kein Geld für Gebäude. Sicher! Du hast Gebäude. Aber ich glaube, das Gras wird diesen Ort übernehmen. Dafür bin ich da. Ich bin durch ganz Ordea gereist und bin ein Experte für Wandern und Wege. Jedes Mal, wenn du neue Pfade brauchst, komm einfach vorbei. Übrigens gibt es viele Herausforderungen, die Tiere im Dungeon meistern. Ich weiß, dass Tiere Belohnungen für besondere Runs ausschreiben. Vielleicht könntest du ein schwarzes Brett bauen. Okay. Es wird viele neue Geheimnisse für dich aufdecken.
Wege von hier aus überall hin, wo du hin möchtest. Okay. Steinweg, Ackerland, Ackerland. Das kann ich so oder so investieren. Ich muss Ziegelsteine mitbringen. Oh, weiter diesen Wegen. Sonst haben wir mit einem Ausrufezeichen. Die wir das eine Pilzgebäude haben. Und er will eine Taverne. Warte mal, wer konnte Sachen entziffern? Nee, du nicht. Ich will nicht mit dir reden, ich will an das Gebäude da. Du willst Zubehör haben. Ein Buch habe ich leider nicht für dich. Fischi Baba war es nicht. Elif habe ich gerade erst kennengelernt. Wer war es? Na gut, den Kram brauchen wir dann an der Stelle nicht mehr. Die Windmühlen sind ja auch zum Verkauf da. Die 5 Items behalten wir. Weil ich kann die eh nicht verkaufen. Die werden irgendwo wichtig sein. Können wir noch irgendein Gebäude bauen? Die Bibliothek können wir bauen. Das schwarze Brett kostet nichts. Die Schmiede könnten wir bauen. Und die Kaserne. Ich wäre für die Bibliothek. Und die bauen wir mal ein bisschen weiter hier oben hin. Ich würde sagen, hier kommt die hin. Schwarze Brett. Fehlt mir gerade so der Käse. So. Du willst bestimmte Sachen haben, dann lerne ich Sachen. Dann kann ich Relikte freischalten. Okay, jede Runde wesentlich mehr. Der Stoßzahn, der klingt scheiße. Ich muss halt die Grundsachen finden und dann schalte ich das Item an sich frei. Ah, das ist gut für den Mana-Typen. Du warst es doch, oder? Forschung. Tolles Aussehen, aber ich glaube nicht, dass dieses das hier irgendwelcher Text ist, den ich lesen kann. Vielleicht. Ah, hier ist etwas zum Lesen für mich. Königreich. Nachdem die 9 Katzenköpfe der Krähe zum Opfer fielen, nachdem die Hunde auf ihre heilige Insel zurückgeflohen waren, Nagetiere kamen aus dem Wald und begannen mit dem Wiederaufbau. Und ein bescheidener Dachs wurde ein König. Okay. Neues Kostüm. Wenn du mir mehr zum Lesen bringst, kann ich auch nach mehr Kostümen schauen. Hast du noch mehr für mich zum Lesen? Ich habe noch diese Radierung und das hier. Ah, hier ist etwas zum Lesen für mich. Flüstern. Was für ein gruseliges Bild. Der gütige König regierte viele Jahre lang gerecht, bis er unten etwas fand. Etwas, das ihm wieder nach oben folgte. Er flüsterte Geheimnisse, die er nie hätte erfahren dürfen. Seine offene Hand wurde zu einer geschlossenen Faust. Ich habe die Übersetzung zu deinem Atlas hinzugefügt. Lese so viel über diese neuen Kulturen. Da kommt mir eine Idee für ein neues Kostüm für dich. Wenn du mir mehr zum Lesen bringst, kann ich auch nach mehr Kostümen gucken. Das Siegel ist... das Siegel auch? Fluff Kai! Immer lernend, immer danach strebend zu wachsen. Fluff Kai untersucht... das uralte Leuchten. Eine Saftkugel.
Sie beherrschen die Magie und entfalten ihre Kräfte. Kai ist ein Dieb. Beschuldigten die Frösche und warfen. Doch das Schicksal brachte das grausame Leid der Frösche schnell zum Schweigen. Ich habe die Übersetzung zu deinem Atlas hinzugefügt, danke. Und die haben wir noch. Ah, hier ist etwas zum Lesen. Wehrpflicht. Mütter haben Söhne verloren und Kinder haben Väter verloren. Zur Armee eingezogen und nie wieder gesehen. Auf Befehl des Königs, um das Zentrum des Dungeons zu finden. Ja, und ich habe ein paar Kostüme, ne? Kann ich die auch von hier aus anlegen? Ja. Guck mal, hier kann ich so als Shadow-Purse rumrennen. Okay, an der Stelle speichern wir aber mal. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt heute Schluss. Der Stream ging weit lang genug. Mal gucken, wie ich das später schneide. Der Story-Modus ist auf jeden Fall interessant. Das alle Male. Vor allen Dingen, weil man sich dann überlegen muss, was nehme ich am Ende des Tages mit aus dem Dungeon. Das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Aber an der Stelle sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zumindest sage ich das hier für die YouTube-Zuschauer. Euch sage ich hier, ciao und bis zum nächsten Mal.